Sie suchen einen Kita-Platz in Erlangen, dann haben wir jetzt ein neues Angebot für Sie. Sie schauen einfach auf unsere Homepage, klicken den Kita-Finder an und dort sind Informationen über alle Kitas in der Stadt. Aber was besonders toll ist, Sie können sich dort auch für die Kita anmelden und die Zeit, bei denen man an zig Orte gehen muss, ganz verschiedene Formulare ausfüllen muss, die ist dann vorbei. Und dort können Sie auch mitverfolgen, in welcher Kita Sie schlussendlich auch einen Platz bekommen. Ich finde ein richtig gutes Angebot und es erleichtert nicht zuletzt auch den Kolleginnen und Kollegen in den Kitas ihre Arbeit doch ganz erheblich. Und jetzt noch ein paar Terminhinweise zum Wochenende, weil da ist in Erlangen wieder jede Menge los. Wir haben zum einen die Stadtteilkirchweih-Saison, die diesen Freitag losgeht. Kriegenbrunn macht den Auftakt und dann ja eigentlich bis in den Herbst fast jedes oder zumindest jedes zweite Wochenende. Die Fiesta Italiana ist in Erlangen auf dem Schlossplatz. Dann gibt es eine große Veranstaltung, auch am Freitag, der Volkshochschule zu 75 Jahre Grundgesetz. Und auch heute am Freitag Fête de la Musique, also ganz viel Musik, insbesondere aus Frankreich und ich glaube auch aus unserer Partnerstadt Rennes, hier in Erlangen, in ganz vielen Kneipen und Orten in der Stadt, natürlich auch wieder im E-Werk. Also Sie sehen, in Erlangen, da ist immer was geboten.